Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, fangen wir erstmal an. Wo fangen wir an? Ganz einfach. Gestern war Livestream. Da war ich auf Kibos und JZM's Map und später hinaus auf Apokalypsos Map. Könnt ihr nochmal nachträglich sehen unter den Livestreams. War richtig cool. Also, ja. Da nochmal an die 2, Kibo und JZM. Der Thronsaal lässt mir keine Ruhe mehr. Ja? So, dann zur Info. Wegen den 2 Maps. Es ist ja eigentlich Hupsi geht fremd. Und da habe ich mir überlegt, damit es auch ein bisschen übersichtlicher für euch ist, werde ich den Livestream nochmal schneiden in 2 Teile. Das heißt, da wird es nochmal ein Video geben. Hupsi geht fremd bei Kibo und JZM und Hupsi geht fremd bei Apokalypsor. Da werden wir nochmal 2 Videos machen, also beziehungsweise den Livestream schneiden. So, dann nächster Punkt. Ich habe gestern Nacht meine 4000 Abonnenten geknackt. Dafür ein großes Dankeschön. Richtig, richtig cool. Freut mich richtig und ja, ich hoffe, dass weiterhin so geil läuft. Das ist ja wirklich... Ey, ich hätte nie damit gerechnet, ja? Also schon wirklich, wirklich, wirklich geil. Da nochmal danke. Gut. Was habe ich heute geplant? Genau, heute habe ich geplant, dass wir zu dem Mixer gehen. Wir nehmen uns ein paar Ziegel mit. Und werden zumindest schon mal vorbereiten. Da wurde sich ja gewünscht, der Mixer im Nebelgebiet. So, da... Oh, jetzt habe ich doch alles voll gemacht. Nein, 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 nein. 2 Stück bleiben weg, weil ich muss ja auch Essen mitnehmen. So. Ich bin mal gespannt, weil den Mixer im Nebelgebiet habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Auch noch nicht in der PTR oder sonst was. Da bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommen wird. Ja. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal dorthin. Gucken uns die Geschichte erstmal an. Schauen mal, was wir dort machen können. Weil es wird ja erstmal so aussehen, dass ich da ein bisschen Verteidigung aufbaue. Beziehungsweise das Ding einmauere. Wird, glaube ich, das Einfachste sein. Dann bin ich immer gespannt, was für Tiere dort auftauchen werden. Ob das dann auch die Marienkäfer sind, die Infizierten und Milben oder... Ich habe keinen Plan. Also ich gehe mal davon aus, es werden auf jeden Fall Larven sein, weil die müssen ja immer nerven, ne? Aber was da von den infizierten Gezeugs noch alles angerannt kommt, keine Ahnung. Da bin ich echt mal gespannt. So, wir laufen erstmal hin, gucken uns das Ganze mal an. Und dann hoffe ich, dass die nicht schon, weil hier ist ja alles Mögliche unterwegs. Fängt doch schon gut an. Dass die gleich schon zu Anfang wieder hier mein Gebautes dann gleich kaputt machen. Wäre ja doof. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der war hier hinten irgendwo in den letzten Ecken. Die gingen sehr gut mit der Armbrust. Ah, so bestimmt nicht. Und ich muss wieder Pfeile herstellen. Das heißt, wir müssen wieder mal... Das war ja klar, dass das nicht geht. Wir müssen nochmal zu den Termiten, dass ich da nochmal Pelze bekomme und noch ein paar Splitter. Ey, ich muss echt mal Brücken hier rüber bauen. Das ist ja sowas von... In der Termitenzone hat man noch das Schöne. Da gibt es manche Stellen, wo man über ein Blatt oder sonst irgendwas drüber springen kann. Das ist hier in der Zone überhaupt nicht. Man muss überall... rundherum laufen und... Aber das machen wir auch noch. Also da bin ich noch am überlegen, wie wir am besten die Brücken bauen. Vielleicht einfach nur mit Klee und Holz. Das wäre eigentlich eine gute Variation. Erstmal die Fliegen weg. Bevor die mich entwaffnen. Ich will aber meine Pfeile wieder haben. So, auf dann da hoch und wieder runter und... Ich glaube, ich habe schon 1000 Mal gesagt, dass wir da was ändern müssen und
Krücken bauen müssen. Aber hier hinten ist halt das Material auch total für die Cuts, ne? Ist, ja, es gibt ein riesen Geschleppe. Oder ich mache wirklich den Rucksack voll mit Klee. Und dann bauen wir uns Kleebrücken rüber. Wobei ich halt auch wieder sagen muss, das hält halt nicht viel, ne? Da kommt so ein Marienkäfer angerannt. Und dann ist die Brücke schon bald wieder weg. Ja, für mich auch. So, hier haben wir den Mixer. Okay. Ich denke mal, wir werden das gleiche System anwenden, wie wir das oben bei der Hecke gemacht haben. Das heißt, zweifache Mauer rundherum. Und ich denke mal, von hier hinten werden keine Tierchen kommen, ne? Also wo sollen da... Na gut, ich traue der Sache nicht. Aber dann würde ich nämlich hier vorne auch noch eine Mauer ranziehen. Dass wir den Mixer eventuell von hier vorne aus verteidigen können. Wäre eine ganz coole Sache. Da hätte ich eh noch eine Idee, dass man sich vielleicht entweder mittig ein Dreieck mit einbaut. Das heißt, dann kann ich mich nämlich dort reinstellen und habe Überblick bis an die Mauer nach da und bis an die Mauer nach da, ne? Okay, jetzt erstmal überlegen. Wir machen erstmal hier vorne zu. Wir ziehen erstmal hier die Linie. Also wir machen eh erstmal mit Blaupausen. Es könnte passen, es könnte aber auch dran vorbeigehen, ich weiß es nicht. Ja, wir nehmen jetzt einmal, dass wir erstmal ein Grundbild haben, wie das aussehen könnte oder aussehen wird. Setzen wir es erstmal so. Das passt sogar ganz schön. Das ist doch gut. So, dann wäre nämlich hier schon mal geschützt. Noch geiler ist es dann. Dann könnte ich nämlich... das vielleicht sogar so machen. Und das machen wir uns auch doppelt, glaube ich. Da oben einen Boden rein. Das heißt, wenn ich da oben stehe, kann ich in beide Richtungen gut verteidigen. So, dann müssen wir uns einen guten Weg irgendwie hier rüber schaffen. Aber es muss halt auch ein Weg sein, den die Tiere nicht nutzen können. Oder ich muss eine Tür mit einbauen. Das ist dann aber wieder eine Angriffsfläche für die Tiere. Wir könnten mal gucken, ob hier eine Tür hingeht. Also es kann sein, dass wir die Folge wirklich nur am Bauen sind. Aber ich möchte das halt so gut wie möglich dann so weit haben, dass wir hier den sehr gut verteidigt bekommen. So, dann. Damit die Tür zu einem Hindernis wird. Zumindest für die Tierchen. Machen wir das so. Ah, kriegen wir noch. Das heißt, ich muss einen Weg da hoch bekommen. Und hier muss auf jeden Fall wieder eine doppelte Mauer entstehen. Dass, wenn sie irgendwo durchbrechen, dass sie bei der zweiten Mauer wieder festhängen. So, dann ziehen wir das hier einmal entlang. Das ist ein bisschen blöd. Warte mal, das müssen wir nochmal ändern. Es gibt voll der Verteidigungswall. So, den machen wir auch weg, weil dann machen wir nämlich hier noch eine Tür hin. Dann kommen wir nämlich auch in den Gang rein, wenn irgendwas ist. Die Tierchen sind so gut verwirrt, dass die gar nicht wissen, wo sie überhaupt noch hin können oder hin müssen. Ich hoffe, dass der Plan aufgeht.
Ist halt auch ein riesen Pilzverbrauch. Aber boah, das juckt mich nicht. So. Dann gehen wir einen vor und machen uns da eine Tür hin. So, und dann bauen wir uns den noch ein. Der nächste Punkt wäre, wir könnten uns Stacheln holen. Holz gibt es ja hier überall. Und bauen hier, ja, bauen so einige Stachelfallen hier noch hin. Überlegung ist sogar, ein paar Stachelfallen hier reinzubauen. Das heißt, wenn sie durch die erste Mauer durchkommen, knallen sie erstmal hier in die Stachelfallen rein. Und dann vielleicht noch die eine oder andere hier vorne hingesetzt. Und ich glaube, wir haben noch würzige Barren und Batzen und Zeugs. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, der Plan wird nichts, was ich mir gerade denke. Weil dafür brauchen wir ja Federpfeile. Und Federpfeile haben wir nicht, weil wir keine Federn haben. Sonst hätte ich gesagt, wir machen uns auch ein paar von diesen Minen dahin. Das müssten wir auch so hinbekommen. So, dann wäre der nächste Schritt. Der nächste Schritt wäre dann erstmal hier rüberkommen. Okay, hier ist der Standort schon blockiert. Kommen wir hier rum? Ja. Das würde so auch gehen. Mit denen mal wieder weg. Dann müssen wir mal gucken. Da ist blockiert, das heißt, wir müssen einen weiter raus und dann können wir zumachen. Das wäre dann so. Okay. Irgendwo noch was drunter? Nee, ne? Sieht gut aus. Mhm. So, und dann machen wir das so. Und so. Das heißt, hier machen wir auch nochmal eine doppelte Wand. Ist halt sehr viel Material, was hier drauf geht. Aber, hey, dann gehen wir wieder 10 Pilze umkloppen und machen wieder Pilzbrei und dann haben wir die auch ganz schnell wieder drin. Genau das gleiche, was gestern Kibo und JZM gesagt haben, auch bei ihrer Festung. Gerade bei den Pilzziegeln kommt es nicht drauf an, ob man mal 2 verbaut hat oder nicht. Das ist, ja, eigentlich Blödsinn. So. Das sieht so verwirrend aus alles, ne? Aber es könnte, der Plan könnte so aufgehen. Das heißt, fangen wir mal an. Machen wir mal alles zu. Erstmal alles dicht machen. The Fortress. Es gibt jetzt hier voll die Festung, ey. Ey, hier läuft ja keine Zeit. Man kann hier so lang bauen, bis man halt den Mixer mal aktiviert. Aber umso besser man sich hier verteidigt, umso einfacher ist der Mixer zu machen. So, und rein theoretisch kann man sogar dann hier den hinteren Bereich mit Stachelfallen und so noch zulegen. Dann kriegen sie auf jeden Fall Schaden. So, machen wir hier noch zu. Ich muss nur gucken, dass wir das auch richtig bauen. Ich muss ja selbst überall auch hinkommen. Die Wand macht keinen Sinn. Warum war da eine Wand? Also wir können hier rein. Wir kommen in den Bereich, ja. Und wir kommen in den Bereich. Genau, und da kommen wir ja bis nach hinten. Okay, das passt.
Ja, müssen wir da vorne anfangen. Ich denke, das geht so ganz gut. Dann hier alles zumachen. Sieht schon ganz gut aus. Wir machen hier mal die Lampe an. So. Dann brauchen wir. Stachelfallen. So, die würde ich so im. Wie so Dreiecke hier reinsetzen. Wir selbst müssen ja nur einmal da rein, um die Dinger zu bauen. Lassen wir mal rückwärts. Dann kriegen wir auch keinen Schaden, dann sollte das hinhauen. Voll die Verteidigungslinien hier. Gut, müssen wir mal gucken. Kriegen wir den noch irgendwie, ja, wahrscheinlich wegen der Tür nicht. Na, dann können wir noch einmal so, Hauptsache der Bereich ist nochmal so ein bisschen mit, ja. Was hätten wir dann da? Dann. Hier mit ein bisschen Abstand. Oder wir könnten sie hier eigentlich. Na, hier machen wir ein bisschen Abstand, dass sie nicht bis an die Wand kommen. Oben könnte man natürlich einen Kanonenturm bzw. einen Geschützturm draufstellen. Aber ich weiß halt nicht, ob die es wirklich so reißen mit dem Schaden. Also ich glaube, ich gehe mal stark davon aus, wenn ich mit dem Katana runterspringe und selber drauf klatsche, dass das viel mehr bringt. Ah ja, ist wieder versperrt, klar, wegen der Tür. Aber die kriegen wir auch noch dicht. Ja, das ist halt blöd, ne? Ein kleines Stückchen. Ja, können wir aber so lassen, also... Das wäre die erste Verteidigungslinie. Sehr schön. So, dann. Brauche ich einen Weg nach oben. Hier könnten wir natürlich auch nochmal so Dinge reinbauen. Aber wenn die Viecher hier durchkommen, ich weiß nicht, ob die da hinten... Na, ich glaube, das müsste reichen. Höchstens hier vorne nochmal reinlegen, weil hier ist ja noch... Ich denke, das wird schon reichen. So, wir haben... Wo haben wir unsere Mitte? Jetzt muss ich mal gucken. Wo ist... Ah, das ist genau... Naja, mittig ist es nicht. Den hätte ich sogar noch einen weiter nach hinten setzen können. Dann wäre nämlich der Fort. Das machen wir auch. Das bauen wir nochmal um. Den setzen wir hier schräg rein. Also hier, zack, 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 zack. Also nochmal weg da vorne den Kram. Und das hier weg. Weg, weg. 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 So, dann müssten wir uns vielleicht mal hier einen Schlafplatz hinzimmern. Da wir das Material gerade nicht einstecken.
Und hier ist auch kein Kleeweitenbreit. So, jetzt muss ich überlegen, nochmal gucken. Hängen wir da in irgendeinem Zeug drinne? Das heißt, wir müssen hier ansetzen. Oh shit. Müsste in etwa hier das sein. Mal gucken. Ich könnte es natürlich auch zählen, ja, aber so geht's doch auch. Ne, einen weiter raus. Einen. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4. Also der ist ja dann. Warte mal. Ne, nur 2. Also den einen weiter nach vorne. Das heißt, dahin. Dann müsste 1, 2. Dann den zu. Dazu, 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 dazu. Jetzt müsste es passen. Jetzt müsste es doch. Oh, man kann nicht rauszoomen, weil man überall festhängt. Genau, das passt. Ist der Bereich doppelt geschützt und perfekt. So, hier machen wir jetzt noch einen Boden drauf. Und hier das Teilstück machen wir, wenn nicht einen Boden drauf. Und vielleicht noch eins weiter, dass wir hier eine Leiter dran machen. Weil ich denke mal, eine Leiter ist das Beste, da kommen die Viecher nicht einfach hoch. Ich würde jetzt eigentlich gerne erstmal schlafen gehen. Hier müssten wir eventuell noch mal eine halbe Reihe drüber setzen. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Also hier kommt eine Leiter hin. Das mit dem Helm ist schon schön, aber man sieht nichts, ne? Okay, da die Leiter. Das heißt, hier kommen wir dann hoch zu unserem Dingens da. So, Material. Wir brauchen viel Holz für die Fallen. Das heißt, wir müssen gucken. Klee. Kleeböden, was sonst? Ist einfachste Gras kriegen wir hinten gar nicht in der Ecke. Das heißt, wir machen das dann so. Hier einen, da einen. Vielleicht lassen wir das. Nee, ich will den Bereich, wo ich mich auch bewege, müssen auch Böden sein. So, machen wir da noch einen. Dann kommt da einer rein, da einer rein. Ich darf da nur nicht reinfallen. Kann ich wieder alles abbauen. Und dann machen wir hier die Ecken rein. Oh, das Licht ist fürchterlich, man sieht nichts richtig. Da. Ich glaube so, ne? Ich hoffe, dass es richtig ist. So, weil wenn ich jetzt hier mich in die Ecke stelle, kann ich die ganze Mauer nach da überblicken. Und wenn ich da in der Ecke stehe, kann ich die ganze Mauer noch nach da überblicken. Das heißt, da können wir am Anfang erstmal mit der Armbrust ganz gut schnetzeln. Aber ich glaube, wir haben jetzt eh nochmal ein, zwei Folgen Vorbereitung. Weil wir müssen jetzt erstmal die ganzen Eichelschalen, den ganzen Kram hier schaffen. Wir müssen die Kleesachen hier schaffen. Wir müssen das Holz. Wir müssen die Dinger hier noch fertig machen. Das heißt, es wird noch einen Augenblick dauern, bis das dann alles fertig ist. Aber ich dachte mir, es wäre ja ein bisschen langweilig, wenn wir einfach jetzt hingehen, machen den Mixer an und klatschen die Viecher und fertig ist. Ist ja nicht Sinn der Sache. Es ist ja auch schon von den Entwicklern eigentlich gewollt, dass man sich so Festungen dann dahin baut. Dass man sich gut einbaut und ganz easy verteidigen kann. Und das werden wir hier auch mal nutzen. Das Gute ist, es wird 2, 3 Tage dauern. Auch mit Schlafen meine ich.
Das heißt, wenn wir den Mixer gemacht haben, können wir wieder Federn sammeln gehen und können vielleicht in der Burg das Dach endlich mal fertigstellen. So, hier muss ein Schlafplatz hin. Hier ist aber kein Material für Schlafplatz. Das heißt, Pilzziegel. Brauche ich noch welche für irgendwas? Eigentlich nicht mehr. Die können wir nach Hause bringen. Und dann bringen wir schon mal wieder eine ganze Ladung. Gehen wir schlafen und holen noch eine ganze Ladung Material. Ist halt die Frage, muss ich das zwei hoch machen? Ich glaube noch nicht mal, dass die Viecher hier hinten reinkommen. Ich denke, so ist es gut. Und wenn es Larven oder so sind, ich glaube nicht, dass die hier über die Mauer springen. Gut, dann laufen wir erstmal hier im Dunkeln nach Hause. Nee, machen wir nicht. Oder doch? Ich klopp jetzt erstmal hier das Holz weg, weil vielleicht sind wir weit genug weg, dass es am nächsten Tag wieder gespawnt hat. Oh, und guckt mal an, das ist doch klasse. Warum sitzt da so schräg noch eine? War schon cool. Mit einem Stängel haben wir fast alles abgeschlossen hier. Das ist schon gut. Holen wir erstmal die anderen drei noch. Können wir auch erstmal da oben reinschmeißen. Obwohl, wir müssen die Dinger erstmal fertig kriegen, damit das hier abgeschlossen ist. Aber dann sieht es doch schon ganz gut aus. Ja, ich freue mich schon richtig auf den Angriff. Ich bin echt mal gespannt, was da dann kommen wird. Wir könnten auch hier so Sachen zumachen, dann haben wir sie. Ich weiß ja nicht. Aber ich denke, das wird so schon reichen, wenn ich mich da oben dann hinstelle mit der Armbrust und sie dann alle weg. Baller von da oben. Das müsste funktionieren. Hier fehlen jetzt noch zwei. Und oben sind das dann. Hier war ja kein. Ach doch, die waren ja auch mit Unkrautstängel. Also 4, 6. Sind 6 Stück. 6 Stück. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stück brauchen wir noch. Ja, die sollten wir zusammenkriegen. Gut, dann laufen wir jetzt erstmal Richtung Heimat. Ich hasse das im Dunkeln hier. Oh, das meine ich, das meine ich. Jetzt sehen wir nämlich die Gräben nicht. Das ist der eine große Graben. Ja, wir müssen hier unten unbedingt einen Schlafplatz hinsetzen und die Gräben überbauen. Müsste doch so. Ach nee, da kommen wir hier an den Graben. Aber der hat ja vorne den Ausgang. Ah, Wolvi. Heißt, bei dem kommen wir eigentlich recht einfach hier raus. Indem wir hier an der Ecke raus. Ja, komm doch her. So, und jetzt nix wie nach Hause. Sieht schon geil aus. Auch so mit der Beleuchtung gefällt mir. Aber warte mal, wir haben doch hier hinten den Noteingang, Ausgang, keine Ahnung. Oh, und das muss auch mal weg. Ne? Oh, so nicht. Ich hab doch die 3 gedrückt. Weg damit. Das ist auch noch, muss auch weg. Weg damit.
Wieder keine goldene Karte. Die sind ja echt schlimm, ey. So, einmal hier rein. Wie gesagt, Pilzziegel brauchen wir keine mehr. Dann statte ich mich jetzt hier mal so ein bisschen aus. Was brauchen wir denn so? Erstmal alles weg. Erstmal alles weg. Spinnengezeugs, genau. So, jetzt wollte ich nochmal gucken. Schlafplatz war ja nur ein Klee und ein Sepp. Ach, nee, ja. Genau. Sprössling. Haben wir da noch 3 Kleeblätter. Die brauchen wir ja eh. Wie viele brauchen wir? Nach den Unkrautstängeln kann ich nicht gehen. Das sind ja hier noch im Haus zu verbauen. 36 Stück. Okay, dann nehmen wir mal 50 Stück mit. Sollte reichen. Ja, wir nehmen mal 100. Ja, 200, oder? Wir nehmen mal 150 mit. Vielleicht können wir dann nämlich noch eine Brücke bauen. Wenn sie benötigt wird. Schlafplatz ist safe. Was war es noch? Eichelschalen 9 Stück und Eichelkappen 7. Eichelschalen 9 und Eichelkappen 7. Obwohl, es reicht, wenn wir die Punkt genau mitnehmen. So, Saft waren's. Saft 25, grobes Seil 25. Saft 25 und grobes Seil 25. Grobes Seil 25. Stacheln, Dornen, Disteln, keine Ahnung. 75 Stück. 75, so viel haben wir gar nicht. Einer fehlt. Einer fehlt. Na, das ist ja klasse. Ja gut, den haben wir hier in der Nachbarschaft stehen. Den werden wir uns dann holen. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, kommentieren. Kennt das ganze Spielchen. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Und da würde ich sagen, holen wir uns dann mal den Mixer. Der müsste dann vom Material her auch fertig sein. Ihr habt ja gesehen, das ist ja eigentlich schon alles da. Es wird nur noch Holz gebraucht und dann können wir loslegen. Ich könnte höchstens nochmal gucken wegen Pfeilen. Das wäre halt nochmal so ein Punkt. Vielleicht kriegen wir nochmal so 10 Stück raus. Also wir brauchen ja keine 5000 Pfeile. Ich krieg 5 Stück raus. Ja gut, 25 Pfeile, den Rest haue ich per, ne? Kriegen wir so klein. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.